Because back then, when I was in your position, I was suggesting we bomb Belgrade. I was suggesting that we send American pilots in and blow up all the bridges on the Drina. I have heard today that some people think that the U.S. Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier ist die nächste NATO-Akte. Ich beginne mit einem Zitat von Eva Striefler. Eva Striefler ist bekannt aus Kaiserslautern und allen, sag mal, Menschen, die in der Friedensbewegung arbeiten, dafür bekannt, dass sie die friedenspolitischen Nachrichten mit Wolfgang Jung in den letzten Jahrzehnten für uns überbrachte und Texte aus Amerika für uns übersetzte. Sie sagt nach der Entscheidung für die Panzerlieferung in die Ukraine: Ich schäme mich für mein Land. Ich schäme mich für mein Land. Ich schäme mich für diese Politiker, die zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit von der ewigen Verantwortung und Schuld wegen des Zweiten Weltkrieges labern, sich rumdrehen und wieder gegen Russland in den Krieg ziehen. Ich schäme mich für meine Dusseligkeit der guten Sache wegen, diesen überall platzierten Agenten der SPD und Linken, von denen ich viel zu lange dachte, sie meinten wirklich Frieden, Abrüstung und Zusammenarbeit, wenn sie Frieden sagen, auf den Leim gegangen bin. Ich schäme mich, dass ich viel zu lange auf parteigesteuerte Lügner, Saboteure, Eigeninteressen, Wahrer und USA-Freunde nicht demaskiert habe. Ich schäme mich für meine angeblich politisch linksorientierten Landsleute, die zum Beispiel von uns in über 3000 Übersetzungen maulfertig zur Verfügung gestellten Informationen zu den Absichten, Planungen und Entwicklungen bis zur Katastrophe über Jahre ignoriert haben. Sergej, eine Frage an dich. Wir haben ja unterschiedliche Umfrageergebnisse in der letzten Woche begutachtet. Gab es wirklich eine Mehrheit für Panzerlieferungen aus Deutschland? Und werden diese Umfragen als Propaganda-Instrument eingesetzt? Ja, also Umfragen haben wir ja erlebt, sehr viele in Corona-Zeit. Plötzlich waren alle ja und dann wieder nicht und irgendwie dann doch war alles falsch. Und jetzt sehe ich genau das gleiche Bild. Das ist aber ein Zeichen dafür, wie viel Angst hat Politik und dieses Journalismus, wenn man den nehmen kann, der ja für Waffenlobby arbeitet, offensichtlich. Wie viel Angst haben die von der öffentlichen Meinung in Deutschland? Weil die wissen ganz genau, also die im NATO sitzenden Leute und in diesem Transatlantik-Apparat, wenn die Bevölkerung in Deutschland sehr verärgert wird, dann kann diese Regierung nicht mehr gewählt werden oder vielleicht auch gestürzt in irgendeiner Form. Und dann ist Deutschland nicht mehr so einfach zu manipulieren im Sinne Panzerlieferungen, im Sinne einen Krieg nach Europa holen. Und wir haben jetzt vor kurzem noch eine, es ist noch aktuell von MDR, eine Umfrage. 74% der Ostdeutschen sind dagegen. Also ich bin der Meinung, 90% sind dagegen. Das ist auch mein Gefühl, wenn ich jetzt unterwegs bin und mit meinen Kunden spreche, kriege ich immer wieder eine Frage gestellt, ja, wenn die wissen, dass ich so ein bisschen politisch engagiert bin, fragen sie ja, was kommt denn? Und die fragen nicht, was macht der Putin, sondern was kommt denn nach den Taten von unserer Regierung? Und ich habe leider da nur zwei Möglichkeiten. Es ist vielleicht, klingt wieder brutal, aber entweder kommt die europäische und deutsche Regierung zur Besinnung und lässt die Finger von diesem Konflikt weg und wird neutral. Oder versucht zumindest mal zu Verhandlungen den Selenskyj zu zwingen, weil Russland ist ja bereit für die Verhandlungen. Oder aber ich gehe in ein KZ und alle anderen an der Front. Und das ist das, was die Leute langsam realisieren. Und deswegen sind die ja auch komplett dagegen, gegen diese Panzerlieferung. Und dafür sprechen ja nicht nur die Umfragen hier in Deutschland, sondern auch die europäischen Umfragen zeigen ja genau das Gleiche. Danke dir, lieber Sergej. Also ich habe diese MDR-Umfrage auch gesehen. Bei mir stand da, 94% der Hörer sind nicht für diese Panzerlieferungen. Und dann ist der Sender schnell zurückgerudert. Und dann gab es die Umfrage, also und sagten, die Umfrage sei nicht repräsentativ gewesen. Und dann schob man eine Infratest-Umfrage hinterher, die aussagen sollte, 54% der Deutschen seien dafür. Alina hat in ihrem Kanal
Neues aus Russland da mal. Jetzt muss ich sagen, das ist natürlich etwas tendenziell, weil diese Menschen, die dort vereint sind, wollen sich umfassend informieren, auch zur russischen Seite. Und dort haben, ich glaube, über 10.000 Umfrageteilnehmer. Und sie fragte, die meisten Menschen in meinem Umfeld sind dafür, dass Deutschland Panzer an die Ukraine liefert. Es antworteten 11%, ja, leider. 1% ja, und ich bin auch dafür. 70% nein. Die meisten sind dagegen. Und 18%, ich will nur das Umfrageergebnis sehen. Ich habe mal einen Kommentar aus der Zeit zu einem Artikel noch gefunden. Und da äußert sich eine weiblich gekennzeichnete Person. Danke unserer Regierung für den Eintritt in den Krieg gegen Russland und die Gefährdung des Lebens unserer Kinder. Unglaublich, dass bei so einer existenziellen Entscheidung der Wille etwa der Hälfte der Bevölkerung, die gegen die Lieferung schwerer Waffen ist, ignoriert wird. Betrachten wir weiter das Themenspektrum. Bereits 3 Milliarden deutsche Steuergelder flossen nun in die Ukraine. Sanktionen wurden verhängt, Waffen wurden geliefert, Flüchtlinge aufgenommen und Soldaten ausgebildet. Jetzt noch Kampfjets. Da tut sich die Frage auf, wann kommen die ersten Rufe nach deutschen Soldaten? Also die Kampfjets hatte Herr Melnyk gefordert, der die Panzerlieferung mit Halleluja, Jesus Christ bejubelt hatte. Junge Männer werden einfach brutal von der Straße aufgelesen und an die Front geschickt. Das haben wir bestätigt bekommen von unseren ungarischen Kontaktleuten und im Fernsehen in Ungarn läuft das auch hoch und runter. Das sind Journalisten im Grenzgebiet, also in den Karpaten, und zeigen uns ganz, ganz schlimme Bilder, dass die jungen Männer geprügelt werden, sich nicht mehr verabschieden können. Diese Filmpassage können wir hier im Hintergrund auch dann mal einblenden. Für mich ist jetzt wichtig erstmal die Frage in die Runde: Hat die deutsche Regierung mit den USA im Geheimen die Absprachen zu schweren Panzern bereits länger abgesprochen? Wir wissen ja aus ukrainischen Kreisen, dass die Amerikaner ausgearbeitete Strategien und Handlungsempfehlungen an das ukrainische Militär weitergeben, die dann vor Ort entschieden werden. Ist diese Verfahrensweise taktisch auch für Deutschland Realität? Und wie ist dann der Vorschlag Scholz zu verstehen, erst wenn die USA den Abrams schickt? Gibt Deutschland seine Zustimmung zu Leopard? Ist die Zögerlichkeit beider Länder lediglich PR, um den Menschen zu suggerieren, sie machen sich Mühe, haben Moral? Kurzum, führt man uns an der Nase herum? Denn das ist die Frage, die sich auch viele Menschen stellen, die unseren und auch den Mainstream-Medien quasi, also die verfolgen oder dazwischen stehen und überhaupt nicht mehr denken oder nicht mehr wissen, was sie denken sollen. Gibt es dazu eine Meinung vielleicht von Wilhelm oder von Markus? Ja, erstmal ein Hallo an die Zuschauer. Meine Einschätzung ist, dass der Bundeskanzler Scholz in einer Erpressungssituation ist. Das heißt, er hat sicherlich mehr als nur eine Leiche im Keller. Und ich von meiner Beobachtung her sehe ich das so, dass er eigentlich auf die Bremse treten möchte, aber es eigentlich nicht kann. Das heißt, wenn er das dann macht, gibt es demnächst wahrscheinlich dann eine Veröffentlichung, die dann irgendwie dem Spiegel zugesteckt wird, wie das ja früher schon mal war. Und dann gibt es ganz unangenehme Details aus Scholz' Vorleben und dann ist er lange Zeit mal Bundeskanzler gewesen. Ich stimme zu, das Ganze ist koordiniert über den NATO-Führer, das sind ja die USA. Und das Ganze läuft darauf hinaus, dass eine Eskalation gewollt ist. Wir kommen ja später nochmal auf die Kampfmittel zu sprechen, also auf den Leopard 2. Ja, also das ist eine koordinierte Aktion, die darauf hinausläuft, dass ein Konflikt geschürt werden soll. Wir hatten ja auch im Februar schon, also wenige Wochen nach Beginn der Kampfhandlungen, eine Möglichkeit, dass Russland und die Ukraine zu einem gütlichen Ergebnis kommen in einer Verhandlung. Und das Ganze wurde dann ja bekanntermaßen torpediert durch einen Boris Johnson, der aus England mal eben schnell in die Ukraine jettete. Und danach war plötzlich von einer Verhandlungslösung nicht mehr die Rede. Ja, vielleicht ergänzend dazu würde ich erstmal sagen, dass ich mit diesen ganzen Unzierrede unserer Regierung, dass ich mich da definitiv ausklammere. Also, weil das ist nicht unsere Regierung, weil das ist ja hier für den Osten zumindest die westdeutsche Kolonialregierung. Also insofern sehe ich das als Außenstehender und auch ein bisschen abstrakter und pragmatischer.
was diese westdeutsche Besatzungsregierung da so treibt und was die Sache angeht, ob das nicht vielleicht schon länger geplant und vorbereitet ist. Da gibt es ja ganz pragmatische Hintergründe. Eher so ein Panzer auf dem Waggon steht, auf so einem Güterzug, der muss erst bereit gemacht werden, da muss die Logistik klar gemacht werden, da müssen die Züge zur Verfügung gestellt werden, der Plan, auch der Zugplan, Wegeplan und so weiter, alles muss gemacht werden. Das ist eine logistische Vorbereitung, die einige Zeit in Anspruch nimmt. Und wenn man sieht, wenn dieser Herr Scholz sagt, wir liefern jetzt und man hat gleichzeitig die Bilder von den Panzerkolonnen, die da schon kilometerweit Richtung Osten vorgerollt sind, heißt das logischerweise, dass das alles schon vorher vorbereitet war. Das geht ja nicht anders. Und aus meiner Sicht, man kann das so sehen, diesen Eindruck hatte ich manchmal bei der Frau Merkel auch, dass sie getrieben wird und vielleicht ganz anders will und eigentlich ausbremsen will. Mittlerweile, wenn man das betrachtet, was mit Minsk II da für ein Spiel gespielt wurde, habe ich immer mehr den Eindruck, weil das sieht man bei anderen Entscheidungen auch dieser westdeutschen Kolonialregierung, dass da sozusagen eine Art Demokratiesimulation stattfindet. Ja, man tut so, als würde man sich treiben lassen, die einen treiben, die anderen wollen bremsen und so weiter. Dabei sind die Würfel schon längst gefallen. Und dass mit diesen Methoden eigentlich nur der Bevölkerung suggeriert werden soll, wir sind in einer Demokratie, wo diskutiert wird, obwohl es schon längst alles beschlossen ist, was da abläuft. Also das ist so eher mein Eindruck. Und insofern sehe ich da immer weniger Aspekte, die dafür sprechen, dass wir in einem System leben, wo die Bevölkerungsmeinung irgendwas zu melden hat, obwohl es ja diesen Satz da in diesem Verfassungsersatz gibt, ja, die deutsche Bevölkerung oder so ähnlich ist halt formuliert, wer der Souverän ist, glaube ich, der Witz des deutschen Jahrhunderts dazu. Also mehr kann ich erstmal dazu nicht sagen. Vielen Dank, Wilhelm. Hermann, möchtest du auch kurz was dazu sagen oder eher später? Ja, wenn du so fragst, ja, ich sehe schon noch einen Unterschied zwischen Scholz und natürlich den Grünen, die ja sozusagen direkt kurzgeschlossen sind mit dem US-Außenministerium. Frau Baerbock ist ja eigentlich der Anrufbeantworter des US-Außenministeriums. Und insofern ist es ja wirklich unverkennbar, dass Sie und Herr Habeck eigentlich immer direkt das sagen, was irgendwelche Denkfabriken vorher in den USA ersonnen haben. Ich vermute mal, dass Herr Scholz schon ein bisschen die alte sozialdemokratische Tradition noch aufrechterhalten wollte. Also er hat ja auch tatsächlich immer mal direkt mit Putin telefoniert in all den Zeiten. Aber ja, wie mein Vorredner schon gesagt hat, er ist ja extrem erpressbar durch Cum-Ex, durch Wirecard und durch die Vereitelung der Strafverfolgung von Geldwäsche in Dimensionen von 100 Milliarden. Das heißt, man kann ihm wie Frau Lambrecht jede Sekunde irgendwie einfach mal wegputzen mit einer ganz schmutzigen Pressekampagne. Und dann sage ich mal, dann kommt eben richtig Hardcore-Typ wie Friedrich Merz, der schon immer gezeigt hat, dass er keine Hemmungen hat. Vielen Dank, Hermann. Der Wilhelm sprach es gerade an. Wir haben in der letzten Woche einige Bilder von Bahnhöfen bekommen, unter anderem einen Schienentransport mit Leopard-Panzern. Ich habe mich noch mal vergewissern können, über einen ehemaligen Bundeswehrangehörigen. Sergej, kannst du sagen, sind diese Bilder geprüft worden? Sind das wirklich aktuelle Bilder? Gehen die in die Ukraine? Ja, also sehr viele Bilder sind ja wirklich aktuell. Die gehen auch durch ukrainische Medien und werden sehr bejubelt. Und in russischen Medien gehen die auch durch. Natürlich kann keiner beweisen, außer NATO-Generäle, wenn man sie fragt, ob das wirklich die Panzer für die Ukraine oder ist es Verlegung von Materialgeräten Richtung Ost, weil wir wissen, dass die Amerikaner jetzt auch im Ungarn sind, wir wissen, dass die im Estland sind, im Lettland, überall. Was sie wohin verlagern, das ist natürlich auch schwer zu sagen. Ich würde sagen, einen festen Beweis dafür, dass unsere Regierung diese Panzerlieferung schon seit langem geplant hat und dieses Spiel. Also für mich sieht das so aus, schlechte und gute Polizisten. Ne? Die Grünen sind die schlechten Polizisten und unser Kanzler und so ein bisschen CDU und sind die guten Polizisten und die Verarschten, sorry für den Begriff, sind ja doch die Bürger dann.
Also der feste Beweis dafür wird, wenn die Panzer in 3 Monaten, wie die Regierung das verspricht, an der Ostfront sind und plötzlich die Ukrainer ohne den deutschen Besatzung das fahren können, dann wurden sie schon davon ausgebildet, mindestens 6 Monate davor oder 8, die Kommandanten 1 Jahr. So, wenn das vorkommt, dass ich Videos sehe, wo die Ukrainer ganz, also schick die Panzer fahren, also Leopard und zum Beispiel die amerikanische Panzer, dann ist es dieses Spiel mit einem guten, schlechten Polizist und dann wurden wir verarscht ohne Ende. Das heißt, also der Scholz spielt dann nur eine Rolle, die deutsche Bevölkerung zu halten. Also, dass die nicht auf die Straße gehen, dass die nicht sagen, hallo, was für Panzer, warum jetzt, ne? Sondern die warten, bis die deutsche Bevölkerung doch diesen Krieg akzeptiert als unser Krieg. Und dann können die alles liefern. Vielen Dank, Sergei. Also es entsteht hier tatsächlich ein gewisses Vakuum. Also man ist, ich habe das förmlich gespürt in der Bevölkerung, dass man gebankt hat und abgewartet hat und die Nachrichten verfolgt hat. Und dann kam auf einmal diese Benachrichtigung. Und dann kam so ein Zustand der Schockstarre. Und wir wissen ja auch alle, dass das als Manipulationsmethode natürlich häufig auch eingesetzt wird. Und die Menschen ja verlieren so ein bisschen die Koordinaten, wissen nicht, in welche Richtung sie denken sollen, brauchen unbedingt Austausch. Und wenn wir diese Serie heute, Folge nutzen wollen, dann auch die Adressierung an unsere Zuschauer. Bitte versammelt euch in kleinen Gruppen und tauscht euch aus, dass das mitgeteilt wird, dass ihr euch ein bisschen abgleicht und den Dampf auch rauslasst. Der Markus hatte sich zum Thema nochmal gemeldet. Möchtest du was sagen? Ich würde ergänzen zu dem, was Sergei gesagt hat. Und zwar, ich sehe das so, dass das tatsächlich schon stattfindet, weil es gibt da mehrere Hinweise drauf. Ich habe zuletzt sogar mit einer mir bisher eigentlich unbekannten Person gesprochen. Sie selber hat, also ihr Mann ist bei der Bundeswehr und wir haben uns dann halt über den Ukraine-Krieg unterhalten und sie sprach explizit davon, dass bereits Bundeswehrsoldaten als Ausbilder in Polen sind und dort Ukrainer an dem Panzer Leopard 2 A4 ausbilden. Und dass das schon läuft eine ganze Weile. Es gibt dazu jetzt inzwischen ja, also das ist natürlich eine Hörensagengeschichte, das heißt, also wir können das nicht bestätigen, aber es ist vielleicht ein Indiz darauf, dass das bereits genauso stattfindet, wie das Sergei befürchtet. Es gibt ja in der letzten Woche gab es eine ganze Menge Interviews zu dem Thema und wir haben da gehört, dass eigentlich, dass man so einen Panzer überhaupt erstmal fahren kann von A nach B in einer ganz normalen zivilen Situation. Dafür braucht die Mannschaft mindestens 3 Monate Ausbildung. Und also das ist schon das absolut Kürzeste, aber das heißt doch lange nicht, dass sie das Ding auch in einem Gefecht fahren kann. Diese Panzer sind darauf ausgelegt, dass sie in verschiedenen Waffensystemen, also mit verschiedenen Waffensystemen vernetzt sind und dass man in der Vernetzung kämpfen kann. Das muss man jahrelang proben. Und so ein Panzerkommandant soll wohl mindestens ein Feldwebel sein, also eine Unteroffizierslaufbahn. Und das heißt, dass die also mindestens 2 Jahre brauchen, um sowas vorzutrainieren. Wir werden sehen, wie sowas läuft. Also wenn jetzt auch der Panzerkommandant ein Ukrainer ist, dann wissen wir, dass sowas nicht erst seit gestern läuft, auch nicht seit vorgestern, sondern es muss also 2 Jahre her sein, dass die angefangen haben zu trainieren, damit sie überhaupt effektiv in einem Gefecht eingesetzt werden können. Vielen Dank, lieber Markus. Dann steigen wir doch gleich mal in dieses Thema ein. Die Kriegsrhetorik in den Medien ist erschreckend. Dass wir den Menschen erläutern, was eigentlich Panzerlieferungen bedeuten. Panzerlieferungen vor allem für die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland. Gibt es da überhaupt eine? Der Wilhelm hat sich bemüht, da etwas zu analysieren. Und wir geben diese Analyse, vielleicht kann der ein oder andere in dieser Expertenrunde auch noch etwas dazu hinzufügen. Aber wir stellen sie zur Diskussion in den Kommentaren und gehen dann gern nochmal später auf dieses Thema ein. Bitte, lieber Wilhelm. Na, die eigentliche Zeitenwende besteht eigentlich jetzt darin, dass ja dieses BAD-Regierungssystem im Grunde vor allem durch die Grünen hauptsächlich zum Befehlsempfänger ja, der US-Strategen sind und jetzt durch diese
Panzerlieferung ist so ein Umstand eingetreten, wo man sagen kann, jetzt hat diese deutsch-amerikanische Konglomerat den Ball ins russische Spielfeld geschossen. Weil jetzt liegt es im Prinzip in einer Interpretation der russischen Seite, ob sie das als direkte Kriegsbeteiligung wertet, ob sie so einen Satz von dieser Außenamtschefin hier, die ist doch, wissen Sie, wie vielte Nachfolgerin von Herrn Ribbentrop, dass die sagt, wir sind mit Russland im Krieg. Jetzt liegt der Ball im russischen Spielfeld, ob die das so werten. Ja, ob die das jetzt als Kriegserklärung werten, was diese Frau Baerbock gesagt hat, ob die das als Kriegsteilnahme werten, die Panzerlieferungen. Ja, also nach meiner Einschätzung ist es der russischen Seite absolut bewusst, dass es eine direkte Kriegsbeteiligung ist. Das hat ja auch Peskow letztens gesagt und auch Medvedev und andere. Also insofern, die haben ja schon offiziell dazu Stellung genommen, dass sie sich sozusagen, dass sie die Beteiligung und die Panzerlieferung als direkte Kriegsbeteiligung der NATO sehen. Die Frage ist nur, wie reagiert man drauf? Und aus meiner Sicht gibt es da verschiedene Varianten. Also die eine sehr wahrscheinliche Varianten, weniger wahrscheinliche und eher unwahrscheinliche Varianten. Die unwahrscheinlichste Variante aus meiner Sicht von allen ist die, dass man direkt quasi der NATO von russischer Seite den Krieg erklärt oder da kriegerische Maßnahmen macht, eventuell wie einige Studien, Rand Corporation und andere, die sprechen ja von Szenarien, wo jetzt in Deutschland oder in Holland oder sonst wo oder in Rammstein russische Raketen landen werden. Das ist aus meiner Sicht die unwahrscheinlichste Variante von allen. Hatte ich auch schon mehrmals gesagt. Also dass das ja auch mit der russischen Militärdoktrin zusammenhängt, die davon ganz klar sagt, dass solche Gegenschläge nur denkbar sind, wenn sich Russland in einer absolut existenziell bedrohlichen Lage befindet. Und das ist nicht der Fall, also weder finanziell noch wirtschaftlich noch militärisch. Also es gibt keine existenzielle Bedrohungslage für Russland. Insofern besteht ja keine Veranlassung, jetzt irgendwie militärisch NATO-Territorium anzugreifen. Die nächste Frage, die dazu führt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, wo sollten denn die Kriegsziele bestehen? Auf diese Frage hat ja dieser westdeutsche Kanzler ja nicht geantwortet, als er gefragt wurde, wo bestehen denn die Kriegsziele, wenn man Panzer liefert. Das fand er ja wieder irgendwie lustig, wie den Genozid im Donbass, den er ja auch irgendwie lustig findet. Das heißt, es gibt aus meiner Sicht auch keine Kriegsziele, die Russland haben könnte auf NATO-Territorium. Was sollen die machen? Sollen die jetzt bis zum Atlantik vorrücken und Frankreich besetzen? Also da gibt es ja kein Ziel. Also insofern ist das völlig ausgeschlossen aus meiner Sicht. Die andere Frage ist, wie könnten denn andere alternative Reaktionen aussehen? Und da gibt es so verschiedene Stimmungen im russischen Lager, auch in den verschiedenen politischen Ebenen. Da wurde jetzt zum Beispiel auch so eine Idee geäußert, wo man sagt, naja, dann könnte man doch als Gegenreaktion zum Beispiel in Nicaragua, die haben ja jetzt auch einen militärischen Beistandspakt mit Russland, das hängt mit diesem Kanalbau zusammen, den man da macht. Und da wurde ja, ich weiß nicht, der Vertrag ist ein oder zwei Jahre alt, so ein Dreijahresvertrag China, Nicaragua, Russland, wo sich der chinesische Staat verpflichtet, diesen Kanal zu bauen. Und Russland wurde als Schutzmacht sozusagen in dem Vertrag aufgenommen, militärische Schutzmacht für Nicaragua, dass man sagt, naja, dann kann man doch Nicaragua aufrüsten, da kann man Kuba aufrüsten, da kann man Venezuela aufrüsten als Gegenmaßnahme für das, was die NATO hier auf diesem europäischen Territorium treibt. Das ist für mich, denke ich, nicht ganz ausgeschlossen. Also das gehört zu den auch möglicherweise wahrscheinlichen Varianten, die da passieren könnten. Und dann gibt es noch eine Variante, die ich als Ostdeutscher natürlich absolut favorisieren würde, die aber aus meiner Sicht relativ unwahrscheinlich ist, dass man endlich mal Konsequenzen zieht von russischer Seite und sagt, ihr habt das Minsk-II-Abkommen völlig verletzt. Da hat ja Russland das ja auch aufgekündigt, dass man sagt, dann müssen wir jetzt logisch von der logischen Konsequenz her den 2+4-Vertrag aufkündigen, weil der ja auch permanent verletzt wird seit Jahren. Das ist aus meiner Sicht, ich würde es begrüßen, aber ich denke, das ist relativ unwahrscheinlich, weil wie will man das jetzt durchsetzen? Also da müsste man ja quasi die russischen Besatzungstruppen wieder nach Ostdeutschland schaffen.
Aber symbolisch oder rechtlich könnte das interessante Konsequenzen haben, weil es würde ja bedeuten, dass de facto die staatliche Souveränität von Ostdeutschland wiederhergestellt wäre. Da wäre ich natürlich sehr glücklich, wenn ich die westdeutsche Kolonialmacht hier wieder loswerde. Und das hätte dann eben die Möglichkeiten, dass man sagt, man zieht in Russland alles das, was der DDR gehört hat und was man der BRD geschenkt hat, zieht man alles wieder ein, stellt es zur Verfügung für eine provisorische ostdeutsche Regierung. Also die Variante würde ich toll finden, aber ich denke, die hat wahrscheinlich die geringsten Aussichten auf Erfolg. Also das sind jetzt, glaube ich, so die drei Hauptvarianten, die man so als Reaktion. Achso, eine habe ich noch, Entschuldigung, eine habe ich noch vergessen und die ist auch eine sehr wahrscheinliche Variante. Das sehe ich ja aus der Realpolitik Russlands, dass man eigentlich tendenziell immer mehr mit diesen verbündeten kleinen Minderheit von 80% der Welt, die westlichen Sanktionen und die westliche Okkupations- und Expansionspolitik ablehnen, dass man sozusagen, wie damals auch zur Zeit des Sozialismus war, da gab es den RGW, ne, und die war auf Vertrag, also dass man sowas neu gründet sozusagen mit dem Rest der Welt von 80%, die nicht sich immer mehr vom Westen zurückziehen, dass man sozusagen eigene Bündnisse gründet und dem Westen quasi so die Rückfront zeigt, so neuen wirtschaftlich, finanziell, militärischen Limes zieht und sagt, lass den Westen machen, was er will, der wird schon irgendwann an sich selber zugrunde gehen und wir ignorieren den einfach. Also sowas kann auch passieren, weil das entnehme ich an solchen Äußerungen, wo man sagt, wenn die UNO nicht wieder zu dem zurückkehrt, was eigentlich mal ihr Ursprung war, nämlich auch für alle Länder da zu sein und nicht bloß westliche Politik zu betreiben, dass man denn darüber nachdenkt, vielleicht eine Alternativorganisation zur UNO zu gründen. Also das gehört alles dazu, das sind so die Varianten, die im Moment. Vielen Dank, lieber Wilhelm. Bevor ich zum Thema komme, was genau diese Panzer so gefährlich macht und wie sie zu klassifizieren sind, da gibt es ja so ein paar Erkenntnisse aus dem Jugoslawien und dem Krieg und dem Krieg in Afghanistan, möchte ich doch den Hermann Plopper fragen oder ob er berichten kann, was es mit der besagten Panzerrotation rund um die Ukraine auf sich hat. Ich glaube, das ist vielen Zuschauern auch nicht ganz klar. Kannst du dazu etwas berichten, lieber Hermann? Vielen Dank. Ja, Panzerrotation habe ich das genannt jetzt in einem aktuellen Artikel in Apolut, den man da auch verlinken kann. Es geht darum, es ist natürlich auch wieder eine Sache des internationalen Waffengeschäftes. Es geht um sozusagen auch im Krieg sich vollziehende technologische Innovationsschübe für die Truppen. Es ist so, dass zum Beispiel jetzt nicht nur deutsche Leopard 2 Panzer verschiedener Generationen in die Ukraine geschickt werden sollen, sondern jetzt melden sich überall andere Länder, andere Betriebe. Also zum Beispiel Großbritannien will den Challenger 2 Panzer auch mit ins Rennen schicken. Und Herr Macron hat in Politikermanier gesagt, es sei nicht auszuschließen, dass Frankreich seinen staatseigenen Leclerc-Panzer auch zur Verfügung stellen würde. Das Ganze ist auch zu sehen als ein Merchandising, als ein kommerzieller Aspekt. Wir haben jetzt nicht nur die Münchner Sicherheitskonferenz vor uns von 17. bis zum 19., wo ich auch unsere Zuschauer herzlich bitte, dort massenhaft zu erscheinen, um dieser perversen Dealer-Konferenz da die entsprechende Meinung zu sagen. Nein, wenn die dort fertig sind und ihre PR-Arbeit fertig haben, dann fliegen sie sofort weiter nach Abu Dhabi, um dort auf der internationalen Waffenmesse IDEX die neuesten Produkte anzupreisen. Und was ganz wichtig ist für Waffen, ist halt combat-proven erprobt sind. Jetzt ist es so, wir haben im Jahre 2021 355 bewaffnete Auseinandersetzungen auf diesem Globus gehabt. Das muss man sich mal vorstellen, das muss man sich mal reinziehen. Das ist eine offizielle Statista-Zahl.
Und ja, die Kleinkaliberwaffen haben seit Jahren natürlich ein Geschäft. Jetzt sind die Hersteller von Großwaffensystemen wie Panzern, Geschützen und so weiter ein bisschen frustriert, weil eigentlich seit dem Syrienkrieg nicht mehr so richtig was passiert, wo man dieses Prädikat kampferprobt auf das Produkt draufkleben kann. Jetzt haben wir in der Ukraine endlich ein Ereignis, wo die internationalen Waffendealer ihre Produkte testen und anpreisen können und natürlich auch im realen Kampf dann technologisch verbessern können. Und da ist es nun allerdings so, wie gesagt, es wäre ein Wettlauf, also die Abrams sind angeblich auch mit im Rennen, ich glaube es nicht. Jetzt kommen also verschiedene Panzersysteme dort, sollen dort angeblich zum Einsatz kommen. Es kann sich jeder denken, dass das, wie schon die Vorredner gesagt haben, Jahre dauern wird, bevor so etwas koordiniert ist und technisch handhabbar ist. Was tatsächlich passiert ist, dass besonders die polnischen Streitkräfte sich ihrer veralteten Leopard 2 Bestände entledigen wollen und die dann unter dem sozusagen dem Schein einer Solidarität, einer humanitären Geste diesen Schrott abgeben an die Ukraine. Und das soll dort also dann schnell verheizt werden. Das ist relativ klar, dass diese Leopard 2 Panzer relativ schnell dann in Feuer aufgehen, weil die letzte Combat Proven Abteilung in Syrien war extrem blamabel für den Leopard 2. Dort sind also massenhaft Leopard 2 auch von irgendwelchen Sandalen bewaffneten Taliban oder sonstigen Freischärlern dort einfach zum Platzen gebracht worden, weil es dort Achillesfersen gibt, die für die Mannschaft selber, für die Crew in dem Panzer extrem gefährlich sind. Da sind also teilweise Munitionsteile in relativ schwach armierten Wandabschnitten dieses Panzers. Das war also eine Riesenblamage und Polen hat sich das gemerkt, hat halt jetzt beschlossen, wir wollen diesen Schrott loswerden. Sie haben einen Optionsvertrag über 1000 südkoreanische K2 Black Panther Panzer erworben, die wahrscheinlich technologisch die besten sind im Moment. Und gleichzeitig noch 250 Abrams Panzer. Das heißt, was hier geschieht, ist also zum Teil eine zynische Entsorgung von technologisch überholtem Schrott, mit dem sich dann die ukrainischen Panzerfahrer oder wer immer dort als Söldner dann die Rolle ausfüllt, abgeben muss und wo die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Einsatz nicht überlebt wird, sehr hoch ist. Jetzt fragen wir uns natürlich, warum haben sich die USA gesträubt, diesen angeblich so tollen Abrams-Panzer freizugeben? Sie haben gute Gründe. Es ist ein Kampf zwischen dem Außenministerium der USA, die dafür sind, und dem Pentagon, also dem Verteidigungsministerium, also auch das ganze kompetente Establishment, verteidigungstechnische in den USA, sagt, nein, wir wollen nicht, dass das dort eingesetzt wird. Zu dem Abrams, die russische Seite hat ja schon darüber gelästert, dass der nicht wintertauglich sei, der würde ausrutschen und wäre auch zu schwer. Zu schwer stimmt vielleicht bezüglich des T-72. Der T-72 aus Russland hat 41,5 Tonnen und der Abrams hat 55 Tonnen. Aber der Leopard zum Beispiel bringt hier satte 62,2 Tonnen auf. Und das scheint mir nicht so entscheidend zu sein. Entscheidend ist aber Folgendes. Die USA haben ihren Abrams-Panzer auch immer nur dann eingesetzt, wenn der Luftraum geklärt war. Also im Irakkrieg wurde bekanntlich 2003 zuerst der Luftraum freigemacht, sodass keine Gefahr war, dass die Infanterie und die motorisierten Verbände der USA noch irgendwie von der Luft Verluste erleiden müssten. Dann erst sind die losgelegt.
Dasselbe Problem ist, haben die USA zu erwarten in der Ukraine. Es ist bekannt, dass seit dem 24. Februar 2022 eigentlich der Luftraum der Ukraine nicht mehr von der Ukraine selber ausreichend geschützt werden kann. Man muss damit rechnen und deswegen zieren die sich auch so und werden meiner Einschätzung nach den Abrams auch nicht auf dem Schlachtfeld einsetzen, sondern es vorher mit viel Vorwänden verdödeln. Die werden, wenn sie dort sind, natürlich sofort von der russischen Luftwaffe und Raketentechnologien weggeputzt. Und das wäre ein gigantischer Ansehensverlust für diese Waffe, die aufgrund völlig verfälschter Versuchsanordnung, in dem eben der Gegner schon am Boden lag, bevor die Dinger überhaupt zu fahren anfingen, ist das jetzt dieses Charisma, dieser Ruf einer Superwaffe zu sein, vorbei. Was man jetzt noch wissen muss, ist, dass der Abrams im Gegensatz zu seinen Kollegen, in Anführungszeichen Leopard und so weiter, mit Kerosin befahren wird. Er kann auch mit Diesel und mit Gas gefahren werden, aber dann bringt er nur einen Bruchteil seiner Leistung. Wo, bitteschön, wird man in der Ukraine Kerosin auftreiben können in diesen Größenordnungen, wo auch schon das ganze Luftfahrtwesen schon lange vor diesem Krieg völlig zusammengebrochen war, aus strukturellen Gründen. Weiter, jeder Schuss kostet 13.000. Jeder Schuss, der aus so einer Kanone kommt, kostet 13.000 Dollar. Aber das Wesentliche ist, die russische Seite hat jetzt ihre Besorgnis geäußert, das wurde, glaube ich, hier auch schon mal gesagt, dass atomar nuklear abgereichertes Material geschossen wird. Also das ist das zweithärteste nach Wolfram und das könnte eingesetzt werden. Und wir wissen aus dem Jugoslawienkrieg, wir könnten auch hier im NATO-Untersuchungsausschuss nochmal Leute aus Jugoslawien befragen, was das dort für furchtbare Folgen hat bis auf den heutigen Tag, wo damals 1999 atomar abgereichertes Material verschossen wurde. Es wurde auch im Irak verschossen und dabei ist auch das eigene Personal der USA zum großen Teil beschädigt worden. Es ist außerdem in der Schutzdecke des Panzers Abrams, genauso wie beim Challenger 2 aus Großbritannien, atomar nuklear abgereichertes Material verarbeitet. Das heißt, die Besatzung, die ist dann schon voll verstrahlt. Ich nehme an, dass man erst einmal den Leopard abfackeln wird in der Ukraine, um Platz zu schaffen für Polen und andere NATO-Verbündete, sich neues Material zu besorgen. Und dass der Abrams zurückgehalten wird, so lange wie möglich. Er wurde jetzt nur, diese Ankündigung von Biden kam nur deswegen, weil Scholz gesagt hat, wenn die Amerikaner nicht den Abrams schicken, dann schicke ich auch nicht den Leo. Und egal, ob das jetzt eine reale Meinungsverschiedenheit war oder inszeniert, ist jetzt nicht erheblich. Das ist für mich erstmal der Punkt, wo Sleepy Joe dann gesagt hat, ja, ich schicke 31 Abrams, aber ich halte das für unwahrscheinlich, dass die in absehbarer Zeit tatsächlich hier auftauchen, weil die Entzauberung auf dem Schlachtfeld wäre verheerend für General Dynamics, dem Konzern, der das vermarktet. Ja, soweit erstmal. Vielen lieben Dank, lieber Hermann. Also du hast schon einen Teil der Frage beantwortet, also wie gefährlich können diese Panzer sein, also gerade mit diesem Uranmaterial, bevor der Markus zum Zuge kommt. Kurz an unsere Zuseher einen Aufruf. Wir haben tatsächlich einen prominenten, ich sag mal, Chefredakteur eines Fernsehkanals aus Serbien, der auch einige Jahre im Gefängnis saß und als er dann zurückkam, als Held dort gefeiert wurde. Der hat die Angriffe live miterlebt und damals weitergesendet. Den hätten wir zur Verfügung, aber wir brauchen ganz notwendig ist ein Übersetzer, ein Dolmetscher von Serbisch ins Deutsche
und andersherum. Wenn sich dort jemand bereit erklären oder unter unseren Zusehern jemand bereit erklären würde, dann würden wir gerne ein Interview mit ihm aufzeichnen. Vielen Dank. Und jetzt Markus. Ja, ich stimme fast allem zu, was Hermann gesagt hat. Ich habe nur eine kleine Sache. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch verstanden. Ansonsten müsste mich Hermann gleich korrigieren. Also die Besatzung in einem Panzer wird schon verstrahlt im normalen Betrieb, während sie da sitzen, weil in der Panzerwandung Uran drin ist. Habe ich das richtig verstanden, Hermann? Ich hoffe, dass ich jetzt das nicht falsch verstanden habe. Also das muss ich sagen, weiß ich jetzt nicht so hundertprozentig. Da habe ich jetzt keine empirischen Daten vorliegen. Aber ich denke mal, potenziell ist das eigentlich eine Option. Ich weiß nicht, wie das bei den Abrams-Fahrern im Irak gewesen ist. Vielleicht weiß da jemand was dazu. Also wir müssen schauen. Also Uran ist ein Alphastrahler. Eine Alphastrahlung kann schon durch einfache Barrieren in der Strahlung behindert werden. Das reicht also, wenn Alpha-Strahlung durch Luft durchgeht, dass ungefähr nach einem halben Meter, ein Meter ist sozusagen die Strahlung dann per se weg, weil die durch die Luftmoleküle abgefangen wird. Also weil es eben halt Heliumkerne sind, die da abgestrahlt werden. Diese Alpha-Strahlung ist dann natürlich gefährlich, wenn sie in Form von kleinem, also von Mikropulver oder Nanoteilchen im Körper landet. Dieses Pulver entsteht tatsächlich bei der Abfeuerung der Uranmunition. Also das, also die Uranmunition, es geht um das Projektil. Ne? Das heißt, also wir haben da Abrieb. Das kann man sich ähnlich vorstellen, wie wenn man jetzt zum Beispiel so Fensterblei anfasst. Und so ein Blei ist ja auch, da hat ja auch man ja auch Abrieb und dann hat man so ein Zeug an der Hand. Ich erinnere an die Herkunft des Bleistiftes. Das wurde ja genutzt, um in solchen Stiften das zu verwenden. Also so ähnlich wie jetzt in den aktuellen Graphitstiften, also dieses Verhalten von dem Uran, so muss man sich das vorstellen. Das ist ein großes Problem, wenn also diese Geschosse zum Beispiel auftreffen, dann haben wir ein großes Problem, dass dann ganz viel Uranstaub entsteht und dieser Staub ist dann einatembar und der setzt sich dann in den Lungen fest und dann wird sozusagen derjenige, der dort dieses Zeug einatmet, wird dann quasi dauerhaft dieser hochenergetischen Strahlung ausgesetzt, weil er das auch nicht mehr abscheiden kann. Und dann entstehen die ganzen Folgeerscheinungen. Das haben wir ja in diesem Film gesehen, Deadly Dust von Frieda Wagner. Das kann man sich nochmal angucken als Empfehlung an der Stelle. Wenn aber jetzt dieses Uran in einer Panzerung verbaut ist und außenrum zum Beispiel eine Metallschicht ist, dann ist das also erstmal für den Insassen da kein größeres Problem. Problematisch wird es erst, wenn halt dann da das Zeug in Form von Staub freigesetzt wird. Wichtig an der Stelle ist, für die deutschen Panzer im Vergleich zu russischen Panzertypen, ich habe hier einen Artikel aus dem Fokus aus dem Jahr 2015, ich zitiere einmal, Überschrift, also Zwischenüberschrift, keine Chance gegen Russlands moderne Kampfpanzer. Die Feinmunition der Bundeswehr produziere nicht genügend kinetische Energie, um die anspruchsvolle Panzerung der neuesten russischen Gefechtsfahrzeuge vom Typ T-90 und dem modernisierten T-80 zu durchschlagen, heißt es. Das heißt, die deutschen Panzer, oder jetzt der Leopard 2, haben eigentlich überhaupt keine Chance, wenn man einen Panzer-zu-Panzer-Kampf hat. Das würde dann ähnlich ausgehen wie diese berühmt besagten Schlachten vom Tiger gegen, also Zweite Weltkrieg Tiger gegen die Sherman Panzer. Die hatten also auch wenig Chancen dagegen, weil also die Geschosse nicht die Panzerung durchdringen können. Die einzige Chance, die sie haben, die russische Panzer, wäre tatsächlich Uranmunition zu benutzen, weil die wie ein sprichwörtliches heißes Messer durch Butter geht. Und das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht mit der Wolfram-Munition, die deutschen Panzer ja auch verwenden, ob die genügend kinetische Energie hätte, um halt die Panzerung zu durchschlagen. Und deswegen hat der Russland jetzt auch schon eine Warnung ausgesprochen. Vielleicht kannst du der Warnung Sergej was sagen. Ja, Markus, ich wollte auch gerade ergänzen und das Film empfehlen. Heißt auf Deutsch Todesstaub. Das war von WDR, wenn ich mich nicht täusche, 2001. Und da hat ja gerade der deutsche Professor, der übrigens, wurde ein Mordversuch gegen ihn in Deutschland ausgeübt. Das sieht man alles im Film. Er hat gerade nachgewiesen, dass gerade bei Aufprall, das heißt, ob das jetzt der Schutz vom Panzer ist oder die Geschosse sind, selbst entsteht dieses Todesstaub, ne, mit abgereichtem Uran, der ja dann auch dauerhaft auch die Umgebung verseucht.
Er gelangt ins Wasser, er gelangt in Luft und das wollen und das wissen die Russen auch. Das weiß ich auch warum, weil ich diesen Film schon vor Jahren auf Russisch übersetzt habe und auch auf meinem Kanal ausgestrahlt. Das heißt, also die kennen sich da auch gut aus, bestimmt auch noch aus der Sowjetzeit. Und die wollen nicht, dass es nicht nur die Panzer mit diesen Uranmunition beschädigt werden, sondern dass das Land und die Leute verseucht werden. Weil ich habe sogar auch Kunden, die aus Serbien kamen, aus Jugoslawien, die mir jetzt also erzählt haben, wie oft Kinder dort von Krebs, also mit Krebs schon geboren werden. Und das sieht man auch im Irak. Das ist immer noch, das sind nicht irgendwie Folgen. Das heißt, das Genmaterial wird verändert. Und das haben wir ja auch bei amerikanischen und britischen Soldaten. Und es ist kein irgendwie so ein Delikt, wo man sagt, okay, die Russen übertreiben. Überhaupt nicht. Die wollen nicht, dass ukrainisches Land verseucht wird. Das wollen die nicht. Und deswegen ziehen sie auch ihre große rote Linie. Und ich möchte nur sagen, also für mich ist es wirklich schmerzhaft. Wer mein russisches Projekt kennt, wir haben hier über 800 Videos übersetzt von denkenden Deutschen, von Sarah Wagenknecht bis Ken Jebsen, Lafontaine und alle möglichen, Rainer Rupp. Wir haben ja 800 Videos übersetzt, um bei dem möglichen Konflikt den Russen zu sagen, nicht alle Deutschen sind so bescheuert wie die Regierung. Bitte nicht schießen. Und mit dieser Panzerlieferung, egal ob sie militärisch oder sonst noch was Sinn macht, was ja, wo wir auch mal geklärt haben, nicht so viel, sehe ich jetzt in russischen Talkshow, ich war jetzt gerade im 2 diese Woche, dass für die, das ist ein historischer, also ein Eidbruch von deutscher Seite, nie wieder Krieg gegen Russland. Denen ist es absolut egal, wie viele Panzer geliefert werden. Aber die Tatsache, dass Deutschland, also wenn sie das jetzt irgendwie heimlich machen, wie das mit den anderen Waffen waren, ja, die liefern ja schon lange im NATO-Verbände, alles Mögliche als noch vor dem Krieg, dann können die das akzeptieren. Aber jetzt akzeptiert das die Bevölkerung nicht. Weil Herr Wilhelm weiß ja ganz genau als Ostdeutsche, wie diese Kultur nach dem Zweiten Weltkrieg, nie wieder Krieg und auch die Ehrung von toten Soldaten und aus der Roten Armee, die jetzt übrigens, also die ausgeladen wurden, die Delegation zu diesem Arbeitslager, die Russen wurden ausgeladen. Und es wurde kein Wort im Bundestag über die russischen Soldaten gesagt, die das ja befreit haben. Und das ist genau das, was wir hier im Westdeutschen seit 70 Jahren beobachten. Die Nazis waren schlecht, aber die Kommunisten waren schlechter und jetzt haben sie es geschafft. Jetzt haben sie einen Anlass zu sagen, jetzt dürfen wir wieder gegen Russland gehen, weil diese historische Verbindung ist weg. Das hat der Westen jetzt mit der Panzerlieferung nicht nur hier gelöscht, also politisch, sondern in russischen Köpfen. Und jetzt steht nichts mehr entgegen, dass die russischen Soldaten, die jetzt in Donbass kämpfen, da wurde jetzt halbes Jahr gesagt, wir kämpfen gegen NATO. Jetzt kämpfen die gegen Deutschland. Und die haben richtig Lust drauf, deutsche Panzer zu zerstören. Übrigens, heute wurde gesagt von der russischen Seite, die geben 80.000 Euro für den ersten zerschossenen deutschen Panzer. Und dieser Gedanke in der russischen Bevölkerung, für uns hier in Deutschland Lebenden, das ist, also, das habe ich 8 Jahren versucht zu vermieden. Und wir hier auch im NATO-Ausschuss, also Corona hat uns so ein bisschen auf die Pause gestellt, aber wir machen das schon seit langem, wofür wir bei den deutschen Medien ja gar nicht so beliebt waren. Also wir und auch ihr, weil ihr wurdet ja auch übersetzt, mit euren Gedanken, mit eurer Arbeit, haben bei den Russen immer noch so einen Gedankensatz gehabt, okay, die Regierung ist bescheuert, pro NATO, Washington und sonst was, aber die Deutschen nicht. Und jetzt bröckelt das ein wenig. Und das ist das Schlimmste, was sein kann. Egal wie viel Panzer und sonst noch was, weder die Finger im Spiel hat. Absolut unwichtig. Wichtig ist, was denkt der russische Soldat, wenn der jetzt dort kämpft. Ich danke dir, Sergej. Dieses Thema möchte ich eigentlich gerade mal aufgreifen, da ich von der Liane Killinsch, von der, vom Verein Friedensbrücke, da etwas zu lesen bekommen habe. Die hat nämlich gestern an einer Veranstaltung teilgenommen
viele, die unsere Sendung hier sehen, die wissen sicherlich, dass also gestern vor 78 Jahren, also am 27. Januar 1945, die Rote Armee die Gefangenen des Konzentrationslagers Auschwitz befreite. Für all jene, die das nicht so ganz mehr in Erinnerung haben, und ich hoffe ja, dass auch einige Jüngere unseren Sender bald regelmäßig auch sehen, es kommen ja immer mehr dazu, das Konzentrationslager Auschwitz, das rund 60 Kilometer südwestlich von Krakau in Polen lag, entstand im Frühjahr 1940. Seit 1942 deportierte die SS Juden aus ganz Europa nach Auschwitz. Ab 1943 wurden dort Juden, Sinti, Roma und andere NS-Verfolgte industriell ermordet. Die Häftlinge wurden in 4 Gaskammern getötet und anschließend in riesigen Krematorien verbrannt. Während der NS-Zeit ermordeten die Nazis in Auschwitz über 1,5 Millionen Männer, Frauen und Kinder. Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz durch die 322. Infanteriedivision der 60. Armee der 1. ukrainischen Front unter dem Kommando von Generaloberst Pawel Korotschkin befreit. Die Vereinten Nationen erklärten im Jahr 2005 den 27. Januar zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. Liane sagte gestern in einer beachtenswerten Ansprache: In der Bundesrepublik Deutschland, die meine Heimat DDR annektiert hat, wird längst so getan, als wäre es nicht die Sowjetunion gewesen, die die Welt vom Hitlerfaschismus befreit hat. Im Gegenteil, es wird so getan, als wäre die Sowjetunion mit Schuld am Krieg gewesen. Ich erlebe diesen Tag mit Trauer, denn er erinnert mich an meinen verstorbenen Freund Alexander Danilowitsch Bütschok, der als 16-jähriger Häftling in Buchenwald gewesen war und an der Selbstbefreiung der Gefangenen mitgewirkt hat. Und ich muss daran denken, was Alexander sagen würde. Sehe er das heute, wie sehr sich Deutschland verändert hat. Vor den Schulen, in denen er aufgetreten ist, hängen ukrainische Fahnen. Wie würde er es finden, er, der im besetzten Kiew von der Straße in die Zwangsarbeit verschleppt wurde, wenn er im Fernsehen sehen müsste, wie die Anhänger Banderas mit Wolfsangeln und schwarzen Sonnen dekoriert im deutschen Fernsehen zu Helden erklärt werden. Der Tag der Befreiung von Auschwitz war der Tag, an dem in der Welt die letzte Facette des Grauens enthüllt wurde, das den Narzissmus über die Welt gebracht hatte. Und wenige Monate später wurde im Schwur von Buchenwald zusammengefasst, was seither Auftrag für alle sein sollte. Die Vernichtung des Narzissmus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Liebe Ehrengäste, so sagt Liane, es ist beschämend, dass dieser Schwur bis heute noch nicht umgesetzt ist. Wilhelm, ich denke, du bist wahrscheinlich auch einer derjenigen, der regelmäßig im KZ Buchenwald zu Gast war, in Anführungsstrichen, oder das Konzentrationslager besucht hast. Auch ich habe Buchenwald fast jedes Jahr besucht mit einer Schulklasse. Das war bei uns Pflichtprogramm. Und das war aber nicht ein solches Pflichtprogramm, worum man sich drückte, weil es nahm uns wirklich mit Haut und Haar mit, was man dort zu sehen bekam. Ich habe von einem Freund, der hier im Westen quasi sozialisiert war und dann in den Osten nach Magdeburg ging, um dort eine freie Schule, ein Gymnasium zu eröffnen, dann irgendwann um die 1990er erfahren, dass in Buchenwald maßgeblich dort Umarbeiten stattfanden. Und er bat mich, dass ich mir dieses KZ nochmal anschauen sollte, um zu sehen, was dort angerichtet wurde. Und tatsächlich, ich war dort, bin durch das quasi Mahnmal gelaufen, und man hatte es geschafft, durch eine westliche Agentur Schuhe, Hüte zu sortieren in irgendwelchen Stahlkästen. Und die Dramatik, die dieses Ereignis darstellte, eigentlich als irgendeine Episode, als Kapitel so zu versachlichen, was nicht mehr unter die Haut ging. Also ich kann mich noch erinnern, wir haben lange bevor es diese Holocaust-Filme im Westen gab,
diese Filme dort im KZ gesehen. Das war für das ein oder andere Kind manchmal sehr schmerzlich. Manche mussten herausgehen, konnten es nicht ertragen. Aber für mich hat es den Impuls gegeben, wir müssen das Leid sehen, was mit den Menschen passiert ist, damit es sich auch festsetzt und damit auch von innen die Kraft oder zumindest das Gefühl entsteht, was diese Menschen dort erleiden mussten. Wir haben die Originalbetten gesehen, in denen die Gefangenen dort oft 4 oder 5 nebeneinander lagen auf diesem Holz. Wie sind denn deine Erinnerungen noch daran, dass du dort warst? Und vor allen Dingen, wie sind denn deine Erinnerungen von deinen Eltern oder Großeltern, das, was sie erzählt haben? Bei mir sind die, ich sag mal, diese Geschichten, die meine Großmutter mir erzählt hat, noch ganz nah. Und ich kann es nicht begreifen, dass man der Sowjetunion nicht mehr würdigt zu solchen Anlässen und sie nicht mehr einlädt. Das ist für mich ein absoluter Bruch. Ich kann eigentlich gar kein richtiges Wort dafür finden, wie man eine Historie so verstümmeln kann und Menschen vor dem Kopf schlagen kann, die so viele Menschen verloren haben. Ja, ich kann im Prinzip also dem, was du gesagt hast, nur beipflichten, auch dem, was Sergej gesagt hat. Ich habe ja, da wurde ja ab und zu mal schon darauf hingewiesen, auch ein Buch geschrieben, Werners wundersame Reise durch die DDR. Das ist ja ein autobiografischer Roman und da wird zum Beispiel dieses Thema auch angeschnitten. Also meine Großeltern, die hatten ja, wie soll ich denn sagen, also Kontakte, Sympathien, die lagen so mehr in der Richtung der kommunistischen Partei. Das heißt, die haben das ja sehr differenziert gesehen, haben an dieser Hitler-Begeisterung nicht teilgenommen. Und da sind einige Geschichten aus der Familie überliefert, wie da andere Verwandte in der Familie davon profitiert haben, vom deutschen Faschismus, also zum Beispiel in der Hausmeisterfamilie in Schöneberg in West-Berlin, wo dann die Belle Etage jüdisch geräumt wurde, wo quasi die Wohnung komplett eingerichtet mit Porzellan und Seide und allem drum und dran, stand dann zur Verfügung und dann zog diese Hausmeisterfamilie in die Belle Etage und waren auf einmal vornehme Leute und hatten Porzellan und luden Gäste ein. Also wie die sehr persönlich von der Judenverfolgung und vom Faschismus profitiert haben. Da hat also gerade meine Mutter mir sehr viele Geschichten erzählt, die auch teilweise in dem Buch drin stehen. Also insofern bin ich ja von der Familie her schon ganz anders geprägt, habe da nie irgendwelche auch nur Funken von Sympathie gegenüber diesem Nazi-Regime und den Leuten gegenüber gehabt, die da sich die Lunge aus dem Hals brüllten, wenn da ihr geliebter Führer vorbeikutschiert wurde. Und so ist ja meine ganze Kindheit, Jugend und so weiter geprägt. Und diese Sachen, also was du sagst mit dem zum Beispiel Buchenwald, also was ich total entsetzlich finde, wie man da unter westdeutscher Herrschaft da diese Ausstellung völlig umgemodelt hat, dass die jetzt sozusagen auch jugendfrei ist, also alle Dramatische raus, alles, was einen emotional berühren könnte, raus. Das ist jetzt nur noch so ein Schulausflug, wo man auch in eine Wuhlheide zum Baden gehen könnte. Also das ist eine Geschichtsverklitterung, die Wahnsinn ist, die aus meiner Sicht ja völlig logisch und folgerichtig ist, weil wenn so ein Staat wie die BRD, die in allen Entscheidungsebenen von ehemaligen NSDAP, SS, SA, SD-Leuten aufgebaut wurde, wie auch dieser BND und das Außenamt, wird über 50% der NSDAP-Diplomaten übernommen hat und so weiter, dann möchte man auf dem jetzt dazugekommenen ostdeutschen okkupierten Territorium nicht da so eine Fremdkörper haben, die darauf aufmerksam machen, euer bestes Geisteskind, die Gründungsgeneration in den Verwaltungsebenen in der Bundesrepublik war. Das erstmal dazu, dann wollte ich zu Sergej noch mal kurz was sagen. Das kann ich aus eigenem Erleben bekunden, dass die Stimmung gegenüber Deutschen sich da allmählich in den letzten Monaten, in letzter Zeit schon, geändert hat. Ne? Ich bin ja ab und zu in Russland und wenn man es schon am Grenzübergang merkt, wenn man einreist, wie man da sehr schroff behandelt wird, was vorher nicht der Fall war, weil man aus Deutschland kommt, damit fängt es an und alle solche Sachen. Ein Erlebnis, tut mir leid, wenn es sich in eine Länge zieht, muss ich aber mal so sagen. Ich habe ja viele Kontakte auch in Donbass
Da hatte ich ja auch viel Unterstützung für meinen Donbass-Film, also Leben und Sterben im Donbass. Und wenn man denn so eine Sache erlebt, Leute, mit denen man zu tun hatte, wo die wissen, mit welchen Themen ich mich beschäftige, was ich da für Filme draus gemacht habe, wenn man dann auf einmal mit so einem Menschen telefoniert, der auch vorher sehr hilfreich zur Seite gestanden hat und dann, wo man gemerkt hat, der muss sich unheimlich zurückhalten, unterdrücken und so weiter, weil er so empört war, weil er erlebt ja jeden Tag den Beschuss in Donetsk, ne? Dass der sagt, jetzt werden wieder von deinem Deutschland Menschen hier bei mir im Umfeld ermordet mit deutscher Munition. Was soll ich dazu sagen? Und deswegen bin ich auch in der letzten Zeit absolut dazu übergegangen, auch wenn jetzt Interviews in Russland sind oder sonstige Auftritte, wenn ich dazu tun habe, dass ich erstmal als Einleitung sage, Leute, um nicht das Missverständnis auftauchen, ich bin Ostdeutscher. Ich habe mit dieser westdeutschen Regierung nichts am Hut, davon distanziere ich mich absolut, ich bin ostdeutsch geprägt, haut mich jetzt nicht in einen Topf mit irgendwelchen westdeutschen Regierungsstellen, staatliche Maßnahmen oder sonst was, ich bin Ostdeutscher. Und dann merkt man auch gleich, dass sich die Stimmung da wieder ein bisschen ändert und auch wieder ein bisschen freundlicher wird. Also ich kann mich da nur distanzieren von diesem Besatzungsstaat, dass der immer faschistoider wird und das nicht mein Staat ist. Das ist meine Haltung dazu. Vielen Dank, lieber Wilhelm. Der Markus. Ja, vielen Dank, liebe Sabine. Ich möchte sagen, ich widerspreche dir, lieber Wilhelm. Kann ich aber nicht. das ist ein Moment, wo einem das Lachen ja auch im Halse stecken bleibt. Zwei Ergänzungen zu Sabine und auch zu Wilhelm. Fangen wir rückwärts an zu Wilhelm. Du hast vollkommen recht, wenn du sagst, Nazi-Kader sind ja in die Bundesrepublik mit eingezogen. Ich möchte auf einen Artikel von Hermann Plopper verweisen. Und da geht es ja darum, dass gerade die Spiegelredakteure in führenden Positionen sich aus NSDAP und SS-Kadern bedienten. Und das dann zu seltsamen Erscheinungen führte. Hermann beschrieb das im Zusammenhang mit einem Strauß und einem Kabinett, wie hieß er nochmal, Adenauer-Strauß und die beiden wurden ja torpediert und damals ging man ja mit dem militärischen Abschirmdienst gegen den BND vor, der dann, glaube ich, immer noch zum Zeitpunkt Organisation Gehlen hieß, die ja auch, ich erinnere an Organisation Gehlen, das ist ja dann Fremde Heere Ost und da sind wir ja schon fast wieder in der Ukraine gut angelangt, ne? Das heißt, das passt gut zusammen. Das heißt, wir haben dann NSDAP-Hintergrund auch im Spiegel, wie der zu seiner linksliberalen, zu seinem linksliberalen Anstrich kam. Das beschreibt Hermann auch sehr schön. Ich empfehle diesen Artikel. Vielleicht magst du gleich noch was dazu sagen, Hermann. Dann ergänze ich noch zu Sabine. Wie kommt es dazu, dass heutzutage solche Sachen wie die Befragung von Auschwitz verklärt werden? Das könnte daran liegen, dass also auch große Sender wie zum Beispiel die Welt bei Welt TV ausstrahlen, dass Auschwitz von der Rote Armee Fraktion befreit worden wäre. Willkommen bei Welt. Hallo auch von mir. Heute vor 78 Jahren befreite die Rote Armee Fraktion die Überlebenden des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz im besetzten Polen. Alleine dort sind über... Da fasse ich mir an den Kopf und sage, sag mal, habt ihr noch alle Latten am Zaun? Also man müsste in dieser Situation sagen, dass der Spruch von Dirk Pohlmann, den er ja immer sarkastisch und nicht ernst gemeint an solchen Situationen nennt, er sagt immer, wo ist die RAF, wenn man sie mal braucht? Ja, also da muss einfach sagen, es war weder die Royal Air Force noch die Rote Armee Fraktion, sondern die Rote Armee. Unglaublich, was da verbreitet wird. Und das Sahnehäubchen auf der ganzen Geschichte ist ja noch, dass das nicht irgendjemand sagt, sondern Franka Lehfeld, die bekanntermaßen, die inzwischen die Ehefrau ist von einem Herrn Lindner aus der FDP. Ja, also Mitglied des Bundestages, da sieht man, wohin das fällt. Unglaublich, was da verbreitet wird. Was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, ist die Jährung der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. Und die haben es in einem 3 Minuten NDR-Beitrag geschafft, kein einziges Mal den Urheber der Abwürfe zu nennen. Die Gedenken der Abwürfe der Atombomben, aber sagen nicht, dass es die USA waren.
Die kam aus heiterem Himmel, von irgendjemandem. Es ist unglaublich, wie man das schafft. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, es wird ja demnächst, also am 2. Februar von mir, einen Vortrag geben und ich gehe nochmal ausführlich darauf ein und werde auch hier einige Sachen zitieren vom Vortrag von Dirk Pohlmann, der sich ausführlich mit diesen Atombombenabwürfen auf Nagasaki und Hiroshima beschäftigt hat. Es ist unglaublich, was für uns hier inzwischen für Propaganda geliefert wird und es ist ja eine Form von Indoktrination. Indoktrination beginnt ja da, wo ich anfange, etwas wegzulassen, wo wesentliche Aspekte von einem Ereignis weggelassen werden, sodass der Zuhörer oder auch der Schüler in der Schule sich kein objektives eigenes Bild machen kann. Vielen Dank, lieber Markus. Hat der Hermann noch etwas hinzuzufügen? Ich könnte nur noch sagen, das ist ja mit der Erinnerung an die Bombardierung Dresdens dasselbe. Da wurde ja auch dann immer das so hingestellt, als sei das noch eine militärisch notwendige Maßnahme. Und wenn man dann sieht, wie in Dresden dieses Tages, was ja sozusagen eine direktes Vorspiel war mit den Phosphorbomben auf dann der Nagasaki und Hiroshima. Wie das begangen wird in Dresden, also ich habe das mal selber erlebt, ich war da mal, da gab es irgendwie ein Free-Jazz-Konzert am Elbeufer und es ist, ja, wer da nun wagt, irgendwie die tatsächliche Zahl der Toten zu nennen, ist gleich ein Nazi, ne? Also das wird dann. Also dieses Gedenken an solche Verbrechen, die ja im Prinzip von der Vorläuferorganisation der NATO begangen wurden, das ist haarsträubend. Und natürlich die Generation, die jetzt hier sagt, die Rote Armee-Fraktion hat Auschwitz befreit, ist ja dieselbe, die auch sagt, ja, wir müssen jetzt die koloniale Vergangenheit Deutschlands wieder gut machen, indem wir jetzt Nigeria was schenken, ja, wo dann auch klar wird, also Nigeria ist ja niemals unter deutscher Kolonialherrschaft gewesen. Also diese Geschichtsvergessenheit ist ein ganz wichtiger Faktor, dass so etwas Schreckliches wie jetzt gestern oder vorgestern mit der Beteiligung Deutschlands am Krieg gegen Russland offiziell durch unsere dauerpubertierende Außenministerin abgesondert wurde. Die Reaktion ist ja dürftig, also mit Verlaub gesagt. Ich meine, dass nun die Leute auf die Straße gehen und sagen, nie wieder Krieg, es passiert ja schlichtweg gar nichts. Und das muss sich ändern. Und also diese lange Vorbereitungszeit immer zu irgendwelchen Demos und irgendwelchen Beschlüssen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Erster Weltkrieg war angeblich allgemeine Begeisterung. Am 1. September 1939 schrieb meine Tante Rini, die war Antifaschistin, in ihr Tagebuch, nun ist es leider doch passiert. Und ich glaube, da war die Stimmung damals auch ganz gut wiedergegeben. Und jetzt wird es nicht mal mehr ins Tagebuch geschrieben. Also wo sind wir jetzt gelandet, ne? Vielen Dank, lieber Hermann. Also ich bemerke auch in meinem weiteren Umfeld im Moment, sind bestimmte Berufsgruppen, also zum Beispiel Handwerker, da sehr, sehr beschäftigt und können sich gar nicht so richtig informieren. Die eher Jüngeren, die wollen zum einen gar nicht so viel diskutieren oder sich informieren, weil die einfach zu viel zu tun haben. Und ich merke aber, dann sind große Lücken, was das Wissen betrifft. Die gucken dann meistens immer nur noch diese öffentlich-rechtlichen Medien und kommen da zu anderen Schlüssen als wir. Ich höre auch oder ich lese im Facebook immer wieder und da melden sich jetzt sogar SPD und Verdi Gewerkschaftsvertreter, die sogar den Button in ihrem Profilbild nutzen. Ich bin nicht im Krieg mit Russland. Den habe ich unter anderem auch benutzt und er wird mit einem Shitstorm überzogen von Parteikollegen oder die ihm auf Facebook sehr lange schon folgten, wollen sich sogar entfreunden. Interessanterweise sind das Menschen, ich verfolge ihn schon etwas länger, die auch schon im Syrienkrieg die Giftgasanschläge oder zumindest diese Fake-Dokumentation der Weißen Helme quasi für wahr erachtet haben und diese Aktualisierung, also dass es ein Fake war, eine Installation der Weißhelme, gar nicht glauben wollen
und das immer noch zum Status quo erheben. Wenn man uns verfolgt, weiß man, dass ich auch so ein bisschen das letzte Wort immer an unsere Experten gebe und einfach so ein bisschen Mitgefühl zu beschreiben, was die letzten Wochen waren und was der Wunsch ist, wie das sein sollte. Ich fange mal mit unserem ostdeutschen Freund Wilhelm Domke-Schulz. Und Wilhelm, wir haben jetzt Probleme besprochen. Kannst du mal einfach mal dein Gefühl beschreiben in dieser Zeit? Vielleicht haben auch einige unserer Zuschauer das Ähnliche und vielleicht noch irgendwas für die Zukunft, was mal so eine bisschen Hoffnung gibt. Ich weiß, es ist schwer. Hoffnung für die Zukunft, ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich habe meine Gefühle, ich meine, merkt man ja, dass ich immer so dieses Thema Ostdeutsch thematisiere. Das war nicht immer bei mir der Fall. Das war auch in den ersten Jahren nach dem Anschluss hier durch die BRD nicht so der Fall, weil ich da die Hoffnung hatte, dass es vielleicht doch ein Zusammenwachsen wird auf Augenhöhe und dass da irgendwas gemeinsam mit entsteht. Weil ich war ja am Anfang, als das passierte, nicht so der Mensch, ach, um Gottes Willen, die DDR ist untergegangen, sondern ich fand das spannend, ja, neue Gesellschaftsordnung, DDR war für mich auch durch. Also insofern dachte ich, na mal sehen, Kapitalismus kann ja angenehme Seiten haben. Also insofern war ich da ganz aufgeschlossen. Bloß, wenn ich jetzt auf diese über 30 Jahre zurückblicke, kann ich mich da eigentlich nur noch wiederholen, dass ich sage, das ist nicht mein Staat, der vertritt nicht meine Interessen. Die treten ja nach wie vor als Kolonialmacht auf. Da gab es ja die Veröffentlichungen zu den Zahlen, wie wenig Prozent so ja die Ostdeutschen auf ostdeutschen Gebiet haben in Führungsetagen, in Führungsebenen, in der Politik und sonst wo. Also ich bin mit diesem Staat durch. Also das ist für mich vorbei. Das ist, also für mich kann es nur noch, getrennt sind wir ja in Ost und West. Das ist ja kein einheitlicher Staat. Wir sind die Kolonie und die Staatsverwaltung, Kolonialverwaltung sitzt im Westen, die auch immer noch nach wie vor alle Gewinne aus dem Osten abschöpfen. Für mich ist dieses Thema durch. Also insofern ist das für mich jetzt ein bisschen schwierig, da einen positiven Ausgang zu finden, weil sich die ganze Außenpolitik, Innenpolitik, das nähert sich immer mehr dem an, was wir schon mal im Dritten Reich hatten. Das muss ich hier erleben und da muss ich sagen, dass das aus meiner Sicht der größte Fehler der ostdeutschen Geschichte war, da im März 1990 zum Wahllokal zu rammeln und da westdeutsche Parteien zu wählen, damit man denn die blühenden Landschaften kriegt, die uns jetzt als braune Nazi-Kacke auf den Kopf kleckern. Also insofern, ja, positive kann ich nur sagen, ich hoffe, dass der 2+4-Vertrag aufgekündigt wird und dass Ostdeutschland wieder souverän wird, weil ich sehe genauso wie der Donbass keine Perspektive im innerhalb der Staatlichkeit mit der Ukraine sieht, sehe ich für den Osten Deutschlands keine prosperierende, positive Verbindung, Perspektive innerhalb der Staatlichkeit der BRD. Ich glaube, das Ding, der Zug ist abgefahren und ich hoffe, dass Russland das macht und diesen Vertrag aufkündigt, damit wir wieder in unserem Land, auf unserem Territorium eigene Entscheidungen treffen können und nicht mehr von der westdeutschen Kolonialverwaltung abhängig sind. Also weiß nicht, ob das positiv oder optimistisch ist, das ist jedenfalls so mein Gefühl und meine Haltung dazu. BRD, AD, kann ich da nur sagen. Ja, also zumindest mal ist es irgendein Weg, weil da frage ich jetzt den Hermann dazu. Wir sind ja alle tiefst besorgt. Wir lachen noch ab und zu in der Sendung. Gibt es denn überhaupt noch einen vernünftigen Ausweg aus der Situation, wo unsere Regierung schon uns jetzt reingelenkt hat? Oder hast du da noch irgendeinen optimistischen Gedanken oder ist es schon jetzt zu spät? Ja, das ist wirklich schwer zu sagen. Also das läuft ja immer so, die Leute werden, wie beim Jugoslawienkrieg, die Leute wollen das nicht. Zu 98% wollen sie es nicht. Wer einigermaßen bei Trost ist, wird sagen, nein, um Himmels Willen. Dabei können wir noch verlieren. Und trotzdem wurde es durchgezogen. Und so wurde jeder Krieg durchgezogen. Und es macht mich natürlich auch traurig und wütend, dass da so wenig auch in der sogenannten alternativen Szene Aufklärungsarbeit betrieben wird und dass so wenig auch, sage ich mal,
aus der Vogelperspektive strategisch gedacht wird. Es wird immer nur reagiert, au, 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 das machen die wieder, das machen die wieder. Es wird so wenig, ich habe schon vor 8 Jahren in meinem Buch Die Mache in Kulissen geschrieben, wir müssen dringend Denkfabriken bilden, wir müssen Netzwerke bilden. Alle sagen immer nach meinem Vortrag, ja, ja, toll, schön, passiert aber gar nichts. Und ich verstehe es nicht, solange wir das so weiterhalten, werden wir einfach als Schlachtvieh dahingetrieben. Es ist dringend notwendig, hier selber als Stratege aufzutreten, selber, ja, selber Chef zu sein. Wir alle sind Kanzler und solange dieses Denken nicht da ist, denke ich, ist wirklich, sind wir einfach eine passive Manövriermasse. Und ich sehe leider auch, dass von der ehemaligen Demokratiebewegung in Deutschland nicht mehr viel übrig geblieben ist und dass es auch von sehr dubiosen Netzwerken unterwandert worden ist und in eine Richtung geht, wo ich sage, das sind nicht meine Ziele. Ich will Demokratie, ich will Frieden, ich will nicht neue Atomkraftwerke, ich will keine Braunkohle, ich will verdammte Axt nochmal Frieden, Demokratie. Und da bin ich nach wie vor dabei und ich hoffe, dass es auch in der Friedensbewegung jetzt mal wieder ein bisschen mehr Einigkeit gibt, dass es vielleicht gelingt, diese Spaltung der Friedensbewegung in Zeugen Coronas und Kritiker des Regimes wieder zusammenzubringen. Das ist ein vorsichtiger Vorgang und wenn es auch über den NATO-Untersuchungsausschuss gelingt, das wieder ein bisschen zusammenzuführen und sei es auch nur sehr vorsichtig, wäre ich schon sehr zufrieden. Also ich werde mich da auch drum kümmern, dass da Referenten kommen, die ja nicht in den 2,5 Jahren nicht immer auf unserer Linie gewesen sind, wo wir aber doch einer Meinung wohl sind, dass wir alle leben wollen. Dass wir leben wollen in Frieden, konstruktiv. Und darauf, das ist wohl ein Minimalkonsens, auf den wir uns alle einigen können. Danke, Hermann. Und das mit der lenkbaren Masse hast du absolut recht. Und der jüngste Beispiel dafür ist die Ukraine. Also meine Frau kommt ja aus der Ukraine und die wollten nie Janukowitsch weghaben. Das war die beste Leben davon. Ja, die wussten, der ist korrupt, aber die wussten ganz genau, die haben mit Russland gut. Und die haben mit Europa gut und plötzlich nach diesem Maidan, der uns präsentiert wird als der Wille des Volkes, das waren unter 2%, die da auf dem Maidan waren. Und die haben das Land jetzt mittlerweile in 8 Jahren zu einem totalen Krieg geführt. Und die meisten, die jetzt hier auch als Flüchtlinge sind, ich habe ja mit denen gesprochen, die haben sich für die Politik nicht interessiert. Ich meine die ukrainischen Flüchtlinge. Die haben sich null interessiert und jetzt sind sie plötzlich alle pro Zelensky, weil die Geschichte selbst als Ukrainer davor nicht kennen. Und das ist genau das Schlimmste. Wir, also in Deutschland, ich sag mal, viel mehr Leute interessieren sich für die Politik, egal ob das von Mainstream oder von uns. Aber trotzdem sehe ich keinen diesen Schwung, keine Bewegung. Und sogar auch Sarah Wagenknecht in ihrem letzten Video hat gesagt, wir brauchen, also wann stehen die Leute endlich auf? Wo sind die? Wir brauchen eine neue Friedensbewegung. Also es ist absolut klar, dass die meisten wissen, tun aber nichts. Markus, hast du auch so ein Gefühl oder hast du vielleicht eine Lösung? Nee, ich habe keine Lösung. Du hast ja um ein letztes Wort gebeten und ich hatte letztes Mal schon den Scott Ritter zitiert, ohne zu wissen, wie der nun genau hieß. Und ich möchte es diesmal nochmal machen und zwar in einem Vollzitat. Zitat Anfang. Ist NATO für einen sanften Abgang in eine gute Nacht bereit oder geht die NATO gegen das untergehende Licht in einen Fight? Das steht zur Wahl. Leider sind wir genau an diesem Punkt angelangt. Wird sich die NATO für Wüten und Rassen und Rasen entscheiden, um gegen das untergehende Licht anzugehen? Dann, meine Damen und Herren, war es mir ein Vergnügen, Sie kennengelernt zu haben und 2023 wird das letzte Jahr unseres Lebens auf diesem Planeten gewesen sein. Ich möchte gerne sagen, dass ich da widerspreche, kann ich aber nicht. Und das ist eine düstere Zukunft und wir sehen, dass die NATO genau das betreibt, was der Scott Ritter beschreibt. Sie eskalieren diesen Konflikt immer weiter und das wird ein böses Ende nehmen. Wir tanzen auf dem Vulkan. Danke Markus für mahnende Worte. Sabine, ich möchte erstmal bedanken für deine Moderation heute. Endlich mal wieder eine Dame.
in unserem männlichen Kreis. Was hast du für Gefühle? Wird es weitergehen? Wenn es ja, wie? Und vielleicht eine Lösung, eine Empfehlung für unsere Zuschauer? Also ich bin ja ein hoffnungsvoller, ich sag's immer, hoffnungsvoller Optimist. Natürlich sehe ich die Gefahr, aber ich bin in erster Linie Frau und als Frau auch Mutter. Und ich sehe da mein Kind und ich habe mein Kind nicht geboren, um es irgendwelchen Schlechtern, die daran verdienen wollen, zum Fraß vorzuwerfen. Und ich glaube, keine Mutter in diesem oder in anderen Ländern möchte das. Ich möchte nochmal appellieren, auch wenn es so tragisch ist, dass wir wahrnehmen, dass wir uns hier nicht medial in jeder Weise durchsetzen können. Es gibt ganz viele gute Geister, die momentan und auch in der Vergangenheit viele Jahre bemüht waren, um den Friedensgedanken oder das Wohlwollen vieler Völker nach draußen zu tragen und denen unmutig waren. Und auch an diesem Wochenende waren viele Leute auf der Straße und in den nächsten Wochen sind auch einige Friedenskundgebungen angemeldet. Im Februar ist sogar eine in Ramstein direkt angemeldet. Ich muss mich da mit dem Programm und mit den Veranstaltern nochmal erkundigen oder auseinandersetzen. Ich bin der Veranstalter. Du bist der Veranstalter. Na, wunderbar, das hättest du mir mal sagen müssen. Aber ich möchte auch sagen, zum Wilhelm, wir hatten die Diskussion, als ich überlegte, den Artikel aus der Frauenzeitschrift Emma für unsere Hörer einzusprechen. Und wir kamen dann ins Gespräch, der Wilhelm und ich, und fielen über den Satz von Erich Fahrt. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, dass in der letzten Woche, es waren sehr, sehr viele Klickraten und sie wollten seine Meinung hören und haben ihn auch gelobt, aber an einigen Ecken zuckten sie, nur an der richtigen Ecke zuckte da es noch nicht. Und da ging es mir und dem Wilhelm um den Satz. Er sprach ja davon, dass er ein überzeugter Transatlantiker ist. Und wenn er die Wahl hätte, würde er die Herrschaft Amerikas bevorzugen als die Herrschaft Amerikas, Chinas oder Russlands. Und dann muss ich zur Vollständigkeit halber auch einmal bemerken, und ich glaube, der Wilhelm versteht mich da sehr gut, was uns Ostdeutschen auch im Geiste bewusst war, dass wir natürlich im Hinblick auf die ganze Historie der Sowjetunion sehr eng mit diesen Menschen und mit den Lehren stehen. Aber wir begriffen auch, dass es viele Apparatschniks gab, auch bei uns im Staat, die dann nach Moskau fuhren und eins zu eins dann bei uns im deutschen Staat, in der DDR, quasi die Direktiven durchsetzen wollten. Und viele Stimmen gab es damals halt auch, dass wir einen eigenen souveränen Weg gehen wollten, der sich aber auch nicht mit den kapitalistischen Strukturen vereinbaren ließ. Das muss man vielleicht auch nochmal hinzufügen, dass auch da die Kritik schon war und wir uns auch wünschen, mit anderen Völkern, unter anderem auch mit Amerika, weil die Menschen ticken anders als ihre Regierung, als der digitale Komplex oder die Rüstungsindustrie oder ich sag mal die Finanzeliten, dass wir eine Möglichkeit schaffen müssen, das Bewusstsein zu stärken, dass wir mit allen eine Möglichkeit finden sollten, zu kooperieren, Wissenschaftsaustausch zu üben, um uns nicht irgendeiner KI oder irgendwelchen Robotern letzten Endes hinzugeben, wie es die Agenda des WEF von Klaus Schwab ist. Ich bin der Hoffnung, dass es vielleicht muss das ein oder andere Ereignis noch passieren. Viele der jungen Leute können halt nicht sich hineinspüren in einen Krieg. Wenn also Bomben fallen und man in die Wand gepresst wird, wenn man draußen an der auf der Straße ist, so wie es meiner Großmutter passiert ist. Meine Großmutter hat beobachtet, wie bei einer Versammlung, Ernst Thälmann hat damals gesprochen, 10 Menschen erschossen worden sind. Und ich denke mal, das sind
Verhältnisse gewesen, die kann man mit heute eigentlich noch gar nicht so vergleichen. Aber die Frage ist, wollen wir dahin? Es sind ja einzelne Strukturen schon zu spüren, vielleicht nicht für jeden sichtbar, aber die in der alternativen Szene, die spüren das schon, wenn sie sehen, die Konten werden geschlossen, wie bei der Liane Killinch, die 8 Jahre über 40 Tonner in den Donbass an Hilfsgütern schickt, dass das Konto gekündigt wird, sie sich eine andere Bank suchen muss, ist jetzt geschehen. Dass sie quasi ukrainischen Geheimdienst vor der Tür stehen hat und unsere Polizei kann nichts tun. Und diese Frau dann flüchten musste und ihre 6 Kinder, die sind im Ausland. Die Liane wohnt quasi jetzt im Exil mit auch anderen unserer Freunde, weil sie einfach nicht ihre Meinung offen sagen kann. Und ich denke, das ist ein Punkt, der ist vielen Menschen nicht bewusst. Und wir müssen etwas tun und wir können nicht in Schockstarre bleiben. Wir kennen das von der Wende. Wilhelm, du weißt es auch. Viele mussten einfach miteinander reden und sich zusammentun, wenigstens den Austausch haben, damit man keine Wut hat und etwas Unüberlegtes tut. Und in diesem Sinne bitte ich auch alle, so zu verfahren. Schreibt uns auch in die Kommentare, was ihr gern als nächstes für ein Thema noch braucht, welche Informationen. Und wir werden euch gerne dazu die Informationen liefern. Sabine hat ja Demo angesprochen. Ist wirklich so, ich habe sie noch nicht informiert. Die Organisatoren haben sich an mich gewendet und sind meine Bekannte aus Köln. Und wir haben schon Antidiskriminierungsdemo organisiert. Und wir organisieren am 26. Februar eine Friedensdemo vor Rammstein, also im Rammstein, so wie das früher war. Manche kennen das noch und da möchte ich den Wilhelm widersprechen. Ich weiß, dass du zu dieser BRD nicht gehören willst, aber Westdeutschland braucht die Ostdeutschen, weil nur zusammen können wir was erschaffen, weil wenn wir uns extragieren, weil es ist ja etwas komplexer als jetzt NATO, Russland und sonst was, die Welt muss zu besseren verändert werden. Das können wir nur zusammen machen. Und übrigens, die Konten wurden auch mir gesperrt nach den letzten, also ich habe ja, es wurde schon 2 Konten gesperrt. Und zwar nach dem Donbass-Reise. Ich überlege mir noch, ob ich diese Banken dann und den Namen von Banken nenne, vielleicht in nächster Sendung. Muss ich nochmal mir überlegen. Aber es wurde auch dann das neue Konto sofort gesperrt am nächsten Tag, wo ich das hier unter einem Video veröffentlicht habe. Ich wurde von der Bank angerufen und mir wurde alles aufgezählt, wer mit welchen Worten gespendet hat. Und dann wurde das Konto, also dann habe ich einen Brief gekriegt, nach 2 Monaten wird das Konto gesperrt. Also 2 Konten, Geschäftskonto und Privatkonto. Obwohl ich nur 1 Konto, also Geschäftskonto, unter dem Video angegeben habe, um das alles steuerlich korrekt zu machen. So. Aber es gibt immer Wege und wir finden schon eins. Und auch wenn keine Spenden einkommen können, weil der Staat oder Kapitalismus uns bekämpft, dann werden wir wie anders berichten. Und das ist ja unser Vorteil. In dem Ersten Weltkrieg und in dem Zweiten Weltkrieg gab es uns nicht und könnte nicht geben, weil der Technologiefortschritt nicht so weit ist. Und deswegen habe ich eine kleine Hoffnung noch, dass wir das doch noch schaffen, dass die Massen verstehen ja schon, die haben ja auch Angst, keiner will seine Kinder an der Front sehen. Von allem, ihr müsst euch nur bedenken, in einem Jahr sind über 100.000 Männer nur von ukrainischer Seite gefallen. Man weiß nicht, wie viel von russischer, bestimmt auch Zehntausende. Und stellen Sie mal vor, wie viele Verwandten jetzt ihren Geliebten, wie viele Kinder ihren Väter verloren haben. Und das ist erst der Anfang. Weil diese ganze Panzerlieferung, die haben ja nur eins in Sinn, das Konflikt am Laufen zu halten. Damit die Russen noch mehr Ukraine töten und umgekehrt. Damit dieses Land, wie zum Beispiel Türken und Kurden, Inder und Pakistaner, die Syrer, dass das nicht mehr zusammenkommt. Dass dieser Hass weitergeht und man da rein Waffen verkaufen kann. Und die deutsche Regierung spielt da in diesem Spiel bewusst oder unbewusst, aber konkret mit. Und das sollte beendet werden. Auf demokratischem Weg natürlich. In diesem Sinne, alles Gute. Meine lieben Herren, ich glaube, wir haben heute einige Themen ganz gut erörtert. Ich würde es heute bei dieser Sendung belassen. Auf dem Plan haben wir für das nächste Mal, insbesondere dann auch mit Thomas Röper, eine Geschichte, die sich um die Wagner-Truppen einmal bewegen sollte. Wir haben nämlich eine Meldung
aus der CSU vom Verteidigungspolitiker Florian Hahn. Und er meint, die Wagner-Truppen fallen durch besondere Grausamkeiten und Terror auf. Deshalb wäre eine solche Listung, also eine Listung auf die EU-Terrorliste, ganz wichtig. Dafür wollte er sich einsetzen. Ich hätte dann gerne jemanden, der sich dezidiert mal mit den Geheimarmeen der NATO hier äußert. Und wir müssen, glaube ich, das hat Anatoli Schari in den letzten Tagen in einem Video präsentiert, mit der Korruption in der Ukraine und den hochkarätigen Rücktritten von besonderen Persönlichkeiten, zum Beispiel dem Kirill Timoschenko. Das ist immerhin der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes. Damit müssen wir uns mal beschäftigen. Was ist dezidiert dort vorgetragen worden? Ich danke herzlich dem Sergei. Ich danke herzlich dem Wilhelm Domke Schulz. Ich danke herzlich Hermann Plopper und Markus Fiedler für diese interessante Runde. Auf Wiedersehen. Because back then, when I was in your position, I was suggesting we bomb Belgrade. I was suggesting that we send American pilots in and blow up all the bridges on the Drina. I have heard today that some people think that the U.S.